Hat auch noch so ein Dingens hier. Aber wir straven natürlich. Wunderbar. Mit einem Herz und... Ja, nice! Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu Jump League! Das perfekte Spiel eigentlich so für einen gemütlichen Abend. Wir können ein bisschen quatschen, so ein bisschen, das ist perfekt in diesem Format. Man kann hier so ein bisschen quatschen am Anfang, so ein bisschen Themen und so, ein paar Fragen beantworten. Und im späteren Verlauf kann man dann eben schön PvP genießen. Finde ich hammergeil. Übrigens gerade streame ich mit Mr. Morgame zusammen. Gerne mal vorbeischauen auf Twitch. Unten in der Videobeschreibung ist der Link für unseren Twitch-Kanal. Oder für meinen, und dann kann man eben da auch zu Mr. Morgame kommen. Wir machen so ein neues Format, und zwar Hardcore, Ultra-Hardcore-Mod machen wir in Livestream. Sehr gerne vorbeischauen. Und ja, eigentlich müsste ja jetzt in diesem Moment auch gerade ungeschnitten kommen. Allerdings, oh, falle ich lieber runter, anstatt ungeschnitten zu spielen. Nee, es ist momentan so, dass ich weiß nicht, so ein bisschen demotiviert bin, was ungeschnitten angeht. Da habe ich momentan irgendwie so, ja, ich weiß nicht. Gerade irgendwie nicht so große Lust, und ich werde auf jeden Fall natürlich ungeschnitten auch bald wieder bringen, ganz, ganz klar. Wenn ich den Sprung denn mal schaffen würde, bringe ich auch wieder ungeschnitten. Nee, ja, mal so, wunderbar, perfekt. Ach, fuck. Ja, der Sprung, der ist scheiße. Der ist wirklich am Arsch, der Sprung. Werden wir natürlich bald wieder machen. Ich werde auch bald wieder ungeschnitten bringen, aber dann auf dem Gomme-Server. Aber ich habe mich auch mal wieder Bock drauf, auf dem Gomme ungeschnitten zu bringen. Also am Donnerstag dann wahrscheinlich ungeschnitten auf dem Gomme. Seid mir bitte nicht böse oder so. Ist aber halt so. Einfach mal. Einfach endlich schön. Ist aber halt so. Oh, das kenne ich gar nicht hier. Cool. Ja, und des Weiteren habe ich mir trotzdem Fragen von euch, die ich bei Ungeschnitten bekommen habe, kann ich hier so ein bisschen mal erzählen. Und ich fall. Und ich fall in das Mädchen hinein. Und zwar habe ich erstmal ein Haar im Gesicht. Boah, weg ist es. Gut. Und, ja, ein paar Fragen von euch, und zwar, welches Mikro benutzt du? Und da kann ich sagen, momentan benutze ich das T-Bone SC450. Allerdings, ich mache hier einen Doppelsprung draus, dann kommen wir besser drauf. Was ich sagen will und muss, ist... fucking shit. Oh man. Bin ich Erster? Ja gut, alles safe. Dass ich jetzt bald endlich mir ein kleines Weihnachtsgeschenk machen werde. Und zwar werde ich mir das Rode leisten. Ich muss doch hier drauf, oder? Hups! Ich hole mir das Rode plus ein Interface, um somit auch ein bisschen bessere Qualität auf Dauer zu liefern für euch. Nein! Dann springt der Pisser nicht! Und die Hose ist mir weg. Ja, super geil. Ich droppe die Hose einfach mal. Finde ich sehr gut. Ich bin der beste Spieler auf diesem Planeten, was das angeht hier. Och nö! Och nö! Jetzt verkacke ich gerade hier. Das ist doch scheiße. Das mag ich nicht. Och nö. Ah, Mann. Weitere Fragen. Magst du Doctor Who? Habe ich nie gesehen tatsächlich. Doctor Who habe ich irgendwie, weiß ich nicht, immer so noch nie. Also ich kenne Doctor Who so vom Hörensagen. Aber selber geguckt habe ich es noch nie. Da habe ich irgendwie, weiß ich nicht, habe ich irgendwie, ist das gut? Alter, jetzt gerade habe ich echt hier wirklich, Alter. Hö. Kann ich mal hier irgendwas machen? Ich hab echt gerade, bin ich schlecht in diesem Spiel. Ja, Jump'n'Run ist natürlich eine coole Sache. Aber nicht, wenn man so verkackt. Pips. Hast sehr viel von Moor gelernt. Ja, Moor hat viel von mir gelernt. Ihr pissgesichtigen Arschlochkinder. Nein, keine Ahnung. Ich habe schon ein bisschen was von Moor gelernt, aber eher auch von mir. Wir haben beide so ein bisschen gelernt voneinander, würde ich sagen. Sexuelle Handlungen vor allem. Pips. Nein, oh, ich dachte, ich fall. So, Checkpoint? Dankeschön. Hier rechts, nein, links, ja. Ich bin Erster! Komm, fall, schneller. Aber meine Hose habe ich gedroppt, ich Arschlochkind. Und ich schaffe diese Sprünge auch nicht. Euch weitere Fragen. Was war das Verrückteste, was du irgendwie, was dir passiert ist momentan so? Oh. Stellt mir übrigens Fragen, wenn ihr Bock habt, für dieses coole neue Format. Sehr gerne Fragen stellen, wenn ihr welche parat habt. Alter, der Sprung ist nicht machbar. Ernsthaft nicht. Das Verrückteste, ich mache eigentlich nie so verrückte Dinge. Der Sprung geht nicht. Ich schwöre es euch. Aber der Chris Zock ist schon gut dabei eigentlich, ne? Pips. Der Sprung geht nicht. Der Sprung geht einfach nicht. Er ist unmöglich, der Sprung. Er geht doch. Oh, guck mal, Harnisch.
Und jetzt spring hier drauf, dankeschön. Spring hier drauf, dankeschön. Und spring da dran, dankeschön. Und spring hier rüber. Und spring da drauf, dankeschön. Gut. Checkpoint 5, erst. Nee, ich mach wirklich nie so verrückte Dinge. Ich bin eher so ein Typ. Ich mach immer safe, weißt du, wie auch bei Ware und so. Immer safe. Safe ist immer gut. Ja, wir sind safe. Boah, laber nicht, Junge. Das ist scheiße von dir. Ja, ich habe viel Hate kassiert, tatsächlich durch Varo, die erste Folge. Weil ich so viel erzählt habe und irgendwie gedacht habe, es ist wichtig zu sagen, ob man safe ist oder nicht. Mr. Moore und mich ein bisschen hier so, ne, ja, einfach, damit man so ein bisschen Sicherheit bekommt. Fanden alle Leute scheiße. Ne, finde ich voll scheiße von dir, dass du dich 30 Mal wiederholst. Alter, den Sprung auch ziemlich scheiße. Immer so diese Nippelsprünge, weißt du? Sachen, die aussehen wie Penisse, sind immer scheiße, liebe Mädels. Ernsthaft, Jungs sind scheiße. Jungs verarschen euch nur. Hör, ich wurde auch oft betrogen von den ganzen Jungs. Nein! Ach, Manu! Komm, jetzt schaffen wir den aber, okay? Jetzt rushen wir hier durch. Nice one. Komm, wir rushen jetzt hier mal durch. Ich bin fast Erster. Aber keine Hose, weil ich die hab fallen lassen. Das mache ich im richtigen Leben leider auch viel zu oft. So, wenn ich draußen bin, einfach die Hose fallen lassen. Das ist immer so, da sind diese Blöcke, wo irgendwie Unlucky Blöcke oder Lucky Blöcke, keine Ahnung. Gerade war es... Kommt man da ran? Komm ich an diese Truhe ran, ne? Ich hasse das so sehr. Egal, lass ich die einfach liegen. Ich brauche die Truhen ja nicht, nö. Schaffe ich auch so. Seitdem haben wir so einen Typen drin, der gleich irgendwie full Diamond ist. So wie letztes Mal. Aber hier können wir auch so einfach drüber jumpen. Jump, jump, die neue deutsche Welle. Ich hab kein WLAN. Ja, momentan diese ganze K1-Sache und so, ne? K1-Bushido-Sache, ich weiß nicht. Ich denke mir einfach immer, die machen das einfach nur aus Spaß, so, oder? Ich bin jetzt nicht so im Thema so drin. Da könnt ihr mir, glaube ich, ein bisschen mehr erzählen, besser drüber erzählen. Aber ich glaube, das ist alles gefaked, oder? Die ganzen Diss-Tracks und so, die die da machen. Das ist einfach nur Promotion, oder? Ich mach auch mal ein Diss-Video über Mr. Moore. Ich find Mr. Moore scheiße. Ich hasse den Typen voll und mach dann einen Diss-Track. Vielleicht mache ich irgendwie so ein Lied oder so. Das nenne ich dann Mr. Moore-Gesicht oder so. Keine Ahnung, vielleicht mache ich mal sowas. So, eine Hose habe ich mittlerweile zum Glück auch. So, haben wir einen Bogen? Ja, wir haben auch einen Bogen. Essen und rein klabastern. Ein bisschen mein Inventar aufräumen. Wir sind eigentlich ziemlich safe, erster Platz. Und haben es geschafft. Und bekommen jetzt so eine Dia-Schuhe bekommen wir jetzt dafür. GG, ich bin halt der Beste. Und jetzt kann ich runterfliegen von mir aus und jetzt kommen wir in die Arena. Und jetzt geht's los. Und jetzt keine Themen, sondern nur noch PvP. Das ist das Geile an diesem Modus hier, finde ich. Erstmal ein bisschen labern, Themen erzählen und dann PvP. Hi! Er hat aber ein Steinschwert, ich nicht. Ich habe leider nur so ein Holzding. Nicht weglaufen! Nicht weglaufen! Das Dumme ist einfach, ich gehe hier viel zu oft leider... Ja! Nice one, muss hin. Ich gehe, oh Gott, nicht absnacken. Oh Gott, weg, 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 weg. Ich, das Problem ist einfach, ich gehe einfach zu oft drauf und wird dann zu oft abgesnackt von Leuten. Hallo, ich bin nicht in deiner Nähe. Oh. Aua. Nein! Der hat einfach so eine Dia-Platte. Gönnt euch in eurem Leben einfach mal. Ja, gut. Hat auch noch so ein Dingens hier. Aber wir straven natürlich, wunderbar. Mit einem Herz und... Ja, nice! Wir haben ihn bekommen mit der Bogen-Kombo des Todes. Die war richtig nice, diese Bogen-Kombo. Ich mag den Spielmodus so gerne. Ich bin so ein Fan von diesem Spielmodus. Warum muss man eigentlich essen? Verstehe ich auch nicht so recht, warum man essen muss. Ah, er ist weg. Nein! Mein Pfeil, mein Pfeil, mein Pfeil, mein Pfeil, mein Pfeil, mein Pfeil, mein Pfeil! Dankeschön. Komm, erstmal auf alle drauf gehen hier. Wieder schön straven. Ja, komm her. Ist er down? Er ist down, wunderbar. Hier aber auch gleich. Hinter mir ist der Typ. Lol. Nice. Oh, oh. Kurz mal weggehen. Komm. Oh, der hat auch Kombo rausgedrückt. Nicht funktioniert. Aber wir Kombo ihn einfach mal weg. Kommt der nächste wieder an. Und Straven. Eins, zwei, drei. Aber das Straven klappt schon richtig gut eigentlich, ne? Oh nein. Oh fuck. Kurz was essen und weg. Aua. Jetzt erstmal schön raggen. Hinter mir kommt aber noch ein Typ an, deswegen kann man mal gucken, dass wir die so ein bisschen... Oh, oh.
Ein bisschen so, okay, Spray funktioniert gerade nicht. Ich bin gleich tot. Nochmal einen bekommen gerade. Zwei verfolgen mich gerade hier. Oh nein, weg, 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 weg. Kurz mal hier noch ein Ding ins Angel reindrücken. Haben wir was zu essen noch? Ich glaube nicht so richtig, ne? Zwei Pfeile und er ist down. So, next one, please. Ich bin richtig gut. Aber was ist mit diesem Reaper-Typen los? Hat auch noch drei Leben. Reaps Eye. Wo bist du denn? Da ist ein anderer Typ. Ja, ja. Oder er wartet einfach nur, dieser. Ne, der killt einfach Leute. Finde ich gut. Ich hätte ganz gerne deine Axt. Ich hab nur ein Holzschwert, ne? Eigentlich. Ich bin richtig gut dafür, dass ich eigentlich schon ein Holzschwert habe. So, da ist der nächste. Nur noch wir. Drei Leben beide und Screen, please, nö. Nein! Kämpfen! Oh, das ist gut gefippt. Das ist gut gefippt. Straven, wunderbar funktioniert. Aber es hat auch noch ein Goldschwert, das ist ziemlich nice. Fuck! Es wird schwer gegen den, weil er hat nämlich eine Diaplatte. Die ist besser als eine Eisenbrustplatte. Also, oh mein Gott, diese Logik. Diese Logik. Habe ich noch Pfeile? Zwei Stück. So, alles klar. Ja, dann gehen wir mal zu dem. Lol. Erstmal Fallschaden bekommen. Ja, er hat eine bessere Range von unten jetzt gleich. Müssen wir aufpassen. Wir essen. Scheiße. So, können wir die Combo raushauen? Ja, wir kommen, die Combo ist da! Die Combo ist da! Die Combo ist da! Stirb! Oh, Alter, wie krass dieser Dia-Harnisch ist, ne? Alter, wie OP der Dia-Harnisch ist. Alter, wie ich ihm reindrücke, aber ich aber nicht bekommen kann. So, jetzt müssen wir mal clever vorgehen. Ah, fuck, ist mal da oben gewesen, ne? Jetzt können wir besser kritten, auf jeden Fall. Von hier unten haben wir immer die bessere Range. Jetzt aber. Alter, wie wenn wir den Combo reindrücken? Er ist tot, endlich. Wo ist er? Wir holen den jetzt noch. Den holen wir uns noch. Den holen wir uns noch. Komm. Ein Leben gegen zwei Leben. Essen kurz. Oh, er kommt. Erstmal weggehen. Wir haben immer noch zwei Pfeile. Er kommt da leider schon an. Aber wir können ihm einen Bogen reindrücken gleich auf jeden Fall. Und zwar machen wir das hier vorne gleich in der Ecke. Pass mal up. Eine enge Stelle aussuchen. Gleich sowas in Art. Lol, wo ist der hin? Lieber Typ. Lol. Oh fuck. Oh fuck. Das wird jetzt knapp. Oh fuck, er ist immer tot. Aber wir können nicht mehr raggen jetzt, ne? Oh fuck. Ich will raggen. Lass mich regen. Ich brauch Regen. Regen, Regen, Regen. Mal kurz so rum. Klabastern. Aua, ja. Ich musste essen irgendwie. Ansonsten ging es einfach nicht anders. Schade. Aber war ziemlich cool. Ich mach den Spielmodus richtig, richtig gerne momentan. Und lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Hauen Sie rein. Bis dann, liebe Leute. Tschüss.